Herr Schalikam, nun hat der neue israelische Verteidigungsminister Katz bei einer Veranstaltung offenbar gesagt, dass die Hisbollah besiegt worden sei durch das israelische Militär. Was macht Sie denn tatsächlich so sicher, dass das tatsächlich der Fall ist? Weil wir wissen, die Hisbollah wird vom Iran unterstützt und es ist eine wahre Krake. Absolut. Also die Hisbollah beschießt Israel auch weiter. Das heißt, gestern Abend, auch heute früh, der Beschuss aus dem Libanon leider hat nicht aufgehört. Aber die Frage ist natürlich, was meint man mit Sieg? Es ist ein Sieg über die Führung der Hisbollah, wo Hassan Nasrallah eliminiert wurde, sein Stellvertreter Safi Eddin eliminiert wurde. Jeder andere, der jetzt in die Fußstapfen getreten ist oder treten wird, wird irgendwann auch zur Rechenschaft gezogen. Die gesamten Hisbollah-Hochburgen, ob im südlichen Libanon, im Bezirk Dahia in Beirut oder auch an der Grenze zu Syrien, wurden stark angegriffen. Also überall, wo die Hisbollah sich im Laufe der letzten 30 Jahre etabliert hat und aufgerüstet hat für den Krieg, einerseits Richtung Israel, aber auch intern im Libanon, da haben wir stark zugeschlagen. Natürlich hat man nicht jeden Terroristen und jeden Tunnel bis jetzt eventuell entdeckt und zerstört. Ist nur eine Frage der Zeit. Die Frage ist, ob die Welt, auch unsere Verbündeten, Geduld haben, dass Israel die Sache im Libanon richtig macht, auch zum Wohle der Libanesen selbst, insbesondere der anderen religiösen und ethnischen Gruppierungen, die auch von der Hisbollah in Geiselhaft gehalten werden, weil im Endeffekt die Hisbollah einerseits zwar eine libanesische Terrororganisation ist, andererseits jedoch klare Loyalität zum Iran hat, zum Mullah-Regime im Iran.